Hallo und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles mit dem Kampfwolf, der gerade Steine kloppt. Hallo, Proxy. Und meiner Wenigkeit, dem tausendfach Sterbenden. Die Blindschleiche. Langsam aber sicher rüsten wir uns wieder auf. Das ist schon wieder aufgerufen. Ups, da ist wieder der Große. Die Milch ist doch beinahe in die Finger reingefallen. Steinchen. Jetzt ziehst du mich schon wieder weg, ey. Wo bist denn du? Hinten, am Haus, da bei den Schildkröten. Bei dem Hügel. Ah. Ich bin schon wieder hingewandert. Hm? Du schon wieder hingewandert. Ich bin immer noch da an der Stelle. Steinschwert ist in der Mache. Ich hab doch schon längst ein Echt? Ja, ich bin doch voll ausgerüstet. Ja, aber ich nicht. Achtung, hinter dir! Oh, Scheiße. Nein! Erstmal die Waffe aus. Böser. Knochen. Also das Schild hast du dann direkt in der Werkbank gemacht oder musst du das erstmal das nach Holz und das Schild normal und dann aufwerten? Nee, das machst du so direkt in der Werkbank. Okay. Einfach mit 16 Holz.
Holz, ich hab keine. Okay. Okay. Läuft. Hm, ich könnte mal wieder was trinken. Hast du einen Wasserbeutel? Ach nee, den hattest du ja mal. Den hatte ich, genau. So, jetzt bin ich im Prinzip voll aufgeladen. Ich habe noch Steak hier, falls du was brauchst. Im Moment brauche ich nichts, also im nächsten Feuer auch noch. Wie sieht's mit Bogen und Pfeil wieder aus bei dir? Ich habe 20 Pfeile. Okay. Ich habe wieder mein Schild. Im Prinzip können wir wieder los. Wie sieht's mit Tageszeit aus? Jo. Geht noch, oder? Wann? Auf wann, wo du nicht hin willst. Na, mein Zeug holen. Oder meinst du, das wäre weg? Keine Ahnung. Wir waren ja noch nicht ganz oben. Wenn man es mal so nimmt, da war ja noch. Aber du hast das Zeug doch alles schon gerade wieder hergestellt. Ja, das macht ja nichts. Im Zweifelsfall kann ich dir das wieder mit nach Hause nehmen. Dann habe ich dann zumindest mal eine Reserve. Keine Ahnung, wie lange die Leichen liegen bleiben. Außerdem wollten wir ja hochgucken gehen, wo es dahin geht, oder? Ja, das ja. Dann müssen wir eh wieder hin. Müssen ja irgendwo hingehen, gucken, wo was ist. Eben. Kommen wir ja nie vorwärts. Genau. Jetzt ist nur die Frage, wie viel Uhr haben wir jetzt? Keine Ahnung, guck doch mal auf die Uhr. Da guck doch mal auf die Sonne. Ich die Admin-Konsole öffnen. Oder guck doch mal auf die Sonne. Tja, wenn ich sie sehen würde, ich würde sagen, es ist noch ungefähr 10 Minuten bis dunkel wird. Ja, wir haben ja noch unser Lagerfeuer oben stehen. Ich habe jetzt 112 Holz dabei, von daher. Und ich habe noch Fleisch, 70% Haltbarkeit, 1 und Steaks, noch 5, 45%. Also theoretisch könnten wir los. Ja. Aber Pflanzenfasern könnte ich. Ja, aber. Ich habe noch 56, wobei ich könnte mir eigentlich noch mal ein Shirt machen. Und noch eine Hose, dann habe ich auch wieder zu wenig. Nee, Alter. Der ist aber ganz böse aus dem Hinterhalt. Da spielt sie wieder mit den Schildkröten. Alter. Dieses blöde Gebüsch, das ich gerade wegästeln wollte. Du hast dich schon wieder gemutet. Sorry. Du kriegst doch keine Antworten oder sowas. Nee, der ist gerade durchs Gebüsch, als ich da was pflücken wollte. Ich habe schon gedacht, gleich kommt er durchs Gebüsch. Und dann kam er auch. Und trotzdem bin ich erschrocken. Böser Junge. Und bloß alles mit den ganzen Knochen machen können. Das ist eine gute Frage. Sollte. Vielleicht können wir sie irgendwo einkochen und zu Leim verarbeiten. Dann können wir uns einen Crossbow bauen. Crossbow kann man tatsächlich lernen, den gibt's, aber... Also ich habe jetzt genug Material, also definitiv. Ja. Leg mal noch ein bisschen Holz hier weg, ich habe nämlich 100, das ist doch ein bisschen schwer. Das ist ein bisschen viel, ja. Die Hälfte würde eigentlich reichen zum Feuern. Da müssten auch, glaube ich, 20 drin liegen oder so, drüben. Jo, auf geht's. Schwimmst du schon? Nee, ich schwimme noch nicht. Ich habe mir noch mal eben ein bisschen Holz eingesammelt. Also ich habe jetzt 562 Holz und 44 Äste. Ja, jetzt genug, würde ich sagen. Jo, definitiv.
Es wird aber auch jetzt, ehrlich gesagt, schon sehr spät. Ja, es wird knapp. Wir müssen quasi zügig dadurch rennen. Und es ist bis zum Lagerfeuer. Jo. Also wir sind ungefähr 5 cm auf dem Monitor. Wenn man jetzt unterm Wasser in die Sonne reinguckt, steht sie niedriger als vorhin. Das wird echt knapp. Bist du direkt hinter mir? Vor dir. Vor mir? Schätze ich mal, weil ich bin jetzt am Land wieder. Ah, okay. Fast am Land. Ganz am Land. Ah, da. Wollen wir mal hoffen, dass die Hyänen uns alles nicht direkt... Alligator, nein, nicht schon wieder. Nachgespawnt sind. Ich muss jetzt schnell rennen. Wo bist du? Da kommt Alligator. Wenn ich so krabbeln würde, dann könnte ich ja wenigstens draufschießen. Ach, ist er schon tot. Ja, schon. Ich habe jetzt auch nur noch 30% Energie. Mist. Trotzdem müssen wir jetzt weiter, ne? Viel warten können wir nicht mehr. Können schon, aber... Sehr ungünstig. Wir hier quasi im Dunkeln. Ja, sehr ungünstig. Nein, da oben sind schon wieder Hyänen, ey. Ja. Drei Viertel Saft habe ich hier drin. Hab ich das richtig gehört? Das bin ich wieder nur halb. Knapp wieder drei Viertel. Im Dunkeln ist das nicht so gut mit denen. Das ist schon ziemlich düster. Da rechts ist eine Hyäne. Vorsicht, rechts. Da oben hier. Kommt. Beißt sich durch den Sie versucht zu kommen, sagen wir es mal so. Überhaupt nicht richtig offen, ey, durch den Scheißberg. Wo bist du denn? Ja, hinter dir. Ach da. Wo ist denn unser Lagerfeuer? Da hinten. War ein paar Meter weiter sein. Ich geh mal schnell alles reinlegen, was geht. Nicht gut. Dunkel. Ich bin wieder verkrüppelt. Warum ist denn schon dunkel, verdammt? Siehst du das Licht? Ah. Das ging jetzt aber ratzfatz. Alter Schwede. Jetzt haben wir echt ein Problem. Genau da, wo wir sein wollten. Ja, aber auch mit Hyänen drumherum. Die hatten wir jetzt noch nicht. Interessanterweise hat sie mich aber nicht wirklich gebissen. Ich habe nämlich nichts abgekriegt. So, ich habe jetzt hier noch Fleisch. Das mache ich mal schnell hier rein.
Essen ist auf jeden Fall genug da. Ja, deswegen ja. Alles in Ordnung quasi. Im Moment geht's noch, ja. Die Schuhe repariere ich nochmal. Kommt die nächste an. Wo bist denn du schon wieder? Noch direkt neben dir. Ach, links ja. Neben dir. War schon mal nicht schlecht, so ein Feuerchen, ne? Oh, hat schon was für sich. Also mit 2-3 könnte man einen ganz ordentlichen Bereich ausleuchten. Oh, wozu? Es kommt ja keiner großartig. Ja, noch nicht, ne? Ach, es wird schon wieder hell, Gott sei Dank. Also ich bin essensmäßig bestens bedient. Doch. Noch 3/4 Wasser. Bett voll. Halb XP voll. Oh Gott, 13 Fleisch, so viel kriegen wir eh nicht hin. Unwahrscheinlich. Ja, ich mach mal Pause, dann haben wir nämlich hier nochmal Holz, was ich wegholen muss. Zum Reparieren. Ich mach mal hier die Hälfte. Der Hälfte. Dann haben wir hier 15 Holz, das müsste zum notdürftigen Grillen reichen. In einer Bäume kannst du noch was abkloppen. Ja. Ich habe jetzt 38, das reicht normalerweise. Au, Meister Nandu kommt schon wieder angetackelt. Ich frage jetzt nicht, wo du bist, ich sehe nämlich wieder nichts. Rechts von dir. Hier drüben. Ach, da oben, an der Wand. Da vorne kommt Spinne. Auf 11 Uhr. Quatsch. 2 Uhr. Einmal nicht so. Naja. An der vorbeilatschen wäre ungünstig, sonst hängt sie uns irgendwann im Rücken. Spinne. Oh. Boah, mit einem Schlag, ey. Nicht schlecht. Mitten rein. Zwei, verdammt. Wow. Dreimal verkrüppeltes Gift. Okay, das ist nett. Ich habe also dreifache Ladung abgekriegt. Nett. Da kommt noch eine. Komm mal daneben. Ja, voll. Immer mitten in die Fatze rein. Und der Hase sitzt, als wenn nichts wäre. Guckt sich den Stein an.
War was? Interessanterweise habe ich jetzt irgendwie aber nicht so viel Energie verloren. Trotz Gift. Ja, halt immer drauf an, wie sie dich treffen. Dann wird's jetzt mal wieder interessant. Die interessante Frage, ob deine Leiche da noch liegt. Das wäre die Preisfrage Nummer 1. Ja, aber glaube ich nicht mehr. Den wird's einfach verkrüppelt da. Ich glaube, die liegt nicht mehr da, oder? Zu sehen ist jedenfalls nicht. Was ist denn das da hinten? Das Gebäude oder was? Nee, was hier liegt. Ach, das ist ein Ast, ein Baum. Das. Ah, noch eine Spinne. Mist. Taste death. Schon wieder dreimal Gift. Nett. Ich dachte, das wäre irgendeine Leiche oder sowas. Das ist nur ein komischer Baum. Ast. Geist. Jetzt brauche ich aber irgendwie wieder ein bisschen Pause. 30% aufladen. Immerhin sind wir weiter als eben, ne? 15. Mann, ist das ein Riesengebäude. Sieht aus wie ein Palast, hä? Und sowas. Wohin? Ahnung. Gehen wir mal drum rum, ne? Den kommen wir so eh nicht. Hier dürfte es ein bisschen zu steil werden. Zum oh, Sandsturm. Sandsturm. Ich würde mal sagen, wir verziehen uns da in die Ecke. Läuft ja im Moment nichts mehr rum. Wir haben ja alles niedergemetzelt. Auf den Vogel da vielleicht. Ja, den kleinen Vogel. Den niedlichen. Der so schön schnappen kann. Alter, sieht das krass aus. Das hat schon was interessant. Der kommt hier ganz gemütlich an den Laden. So. Als der kann es sein. Total realistisch. Sieht man ja jeden Tag. So, das sowieso. Oh. Vielleicht meine ich es nur, aber kann es sein, dass das Wasser extrem schnell zurückgeht, wenn der Sandsturm hier rumwütet? Ja. Ich hab hier nur noch ein Drittel. Was ich halt durch die ganzen Kämpfe und das hoch wieder hochheilen, verbrauchst du halt Wasser. Oder so. Nahrung. So. Gehen wir dann links rum. Quasi von dir jetzt aus geradeaus. Also jetzt hinter dir. Ja, da kommt man ja, glaube ich. Warte ich lang, weil es da ziemlich steil nach unten ging. Okay, dann Richtung Türmchen oder was? Irgend sowas. Los. Also jetzt sind wir quasi auf der anderen Seite. Oder ist das ein anderes Türmchen? Nee, das andere Türmchen war weiter hinten, ne? Ja, das ist weiter hinten. Huyen schon wieder. Wo sind sie? Keine, ich höre keine. Oder war das gerade der Emu, der nur kurz geemut hat? Jesus, nun. Gott hast. Mal, was das hier für ein schönes Türmchen ist. Einfache Weg, Fackel.
Wow, da unten ist ein Wasserfall. Das ist ja mal krass. Alter Schwede. Das sieht aber echt krass aus. Oh, auf jeden Fall gibt's hier noch so viel zu entdecken. Jo, definitiv. Alter, bloß nicht runter. Ich versuch's. Ich dachte, da könnte man irgendwo reingehen, ne? Kann man es ja auch. Nett. Nö. Scheint einfach nur irgendeine Fackel zu sein. Fette. Für irgendwas. Fackel. Richtig, fette Fackel. Oh, hier könnte man theoretisch leicht drüber springen. Aber ich glaube, da kommen wir nicht mehr zurück. Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, hier müsste man sich dann was hinbauen, so eine Art Brücke. Also wir waren auf jeden Fall eben weiter links, noch weiter im Osten, da hinten in der Entfernung, in diesen diesigen Nebel. Ach, das sind gar keine Häuser da unten, das sind Zelte. Wo denn? Da unten, direkt unten, da hinter, gegenüber vom Fluss, da an der Flussseite. Zelte? Da unten! Siehst du die riesigen Zeltplanen nicht? Ich bin blind. Wie immer. Direkt neben der Felssäule. Hm. Da sehe ich sowas wie ein Lagerfeuer, sowas Helles. Ja, und da stehen auch Zelte. Da sind vier Zelte. Oder fünf Zelte sogar. Okay. Ne? Na gut, da ist seine Grafik wahrscheinlich zu schwach eingestellt. ja, ich sag jetzt mal als Ausrede, ja, bestimmt. Also das war das, was du eben gesehen hast auf dem Hinweg? Vermutlich. Okay. Ja, kommt ungefähr hin von der Karte. Richtung her kommt es hin. Ja. Du stehst mit deinen Füßen im Sand, ungefähr knöcheltief. Wow. Sieht lustig aus. Jetzt nicht mehr. ja, ich habe nur ungefähr 15% Wasser. Oder 20. Doch, komplett voll mit Wasser. Lustig. Hier geht's auch nur runter. Okay. Sackgasse. Ja. Da hopseln zwei Häschen auf dem Plateau. Das ist ja mal niedlich. Jo, dann müssen wir mal gucken, auf die andere Seite vielleicht auch noch so kommen. Irgendwie scheinen die Fackeln aber einen Weg zu bilden. Keine Ahnung. Ja, weil da hinten auf dem Berg steht auch eine. Wo? Hinten auf dem anderen Berg, ganz hinten auf der anderen Flussseite. Ja. Scheint irgendwas zu markieren. Mysteriös. Dann wollen wir auf die andere Seite. Vielleicht kommen wir da noch rüber irgendwie. Aber nicht da hoch aufs Plateau, da ganz oben, das wäre doch da mal interessant. Da dürften wahrscheinlich etliche Leute sein. Können wir ja mal guten Tag sagen. Oder hinten ist eine Spinne wieder. Werden wir nicht überleben, ja. Müssen wir ja nicht. Hauptsache wir wissen mal, wie es weitergeht dann. Aber das ganze schöne Wundsekret und die Spinnenseide, die wir schon gesammelt haben. Ach so, ja, okay. Also wieder zurück, oder wie? Unbedingt, aber nicht unbedingt da jetzt ins Lager reinrennen, wo man mit ziemlicher Sicherheit drauf geht. Ja, dann halt wieder zurück. Außerdem, du hast ja auch ein Wasserproblem, wenn ich mich nicht... Das stimmt, ich hätte jetzt ein Wasserproblem. Eben, deswegen, ja. Das war... Ich dachte, was ist denn das jetzt? Ja. Yeah. Der macht ja mal komische Geräusche. Spinne, Spinne. Spinne. Drei Spinnen. Okay, und hier rüber? Hier rüber kommen wir. Echt? Ja. Sind aber bestimmt auch Spinnen. Nee, keine.
Zumindest mal im Moment sehe ich keine. Doch, da hinten sehe ich schon eine, die. Wo? Rechts von uns. Ach so, da am Aufgang. Ja, gut, das ist ja doch ein paar Meter weg. Machen wir hier noch ein bisschen Kohle, gell? Auch gerade. Aber langsam brauche ich echt Wasser. Ich würde sagen, geordneter Rückzug. Wird aber schwierig. Hier wird es immer steiler. Ich probiere es hier einfach jetzt runter. Ernsthaft? Ja. Geht. Und schon bin ich am Lagerfeuer. Dann mal los. Müssen uns hier eine Kiste hinbauen. Ja, mit Wasser vor allen Dingen. Beutelchen mit Wasser. Ich bin jetzt nur noch knapp auf 10%. Ich muss jetzt losrennen, sonst bin ich gleich weg. Renn nicht so schnell. Sorry, aber ich bin gleich weg. Ja, wenn ich nicht an dich anschließen kann, dann komm. Hilft dir das auch nicht weiter. Okay, ich hab ungefähr noch Millimeterchen Balken. Jetzt bin ich leer. Jetzt höre ich das Herz schlagen. Eine Hyäne. Aua! Wo bist du? Mit der Hyäne beschäftigt. Ich verrenne hier jetzt gleich. Du musstest doch schon längst beim Wasser sein. Ich dachte, ich soll warten. Auf weiter! Witzbold! Ja, ich hatte die Hyäne hinter mir. Dachte zu mir, ich soll warten, dann warte ich und sagte, lauf weiter. Na komm, 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 komm. 5 Meter. Direkt am Wasser. Tot. Na Gott sei Dank. Das war knapp. Nach Hause? Ich habe jetzt noch ungefähr 15% Herz und Wasser ist voll. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause hier. Nach Hause. Weil, wie gesagt, weil ich jetzt alles hier drin habe, jetzt mit Spinnennetz, Sekret, Kohle und so weiter. Ja, ich bin auch fast voll. Auch schon im orangenen Bereich. Ich überlege gerade, ob ich in die richtige Richtung bin. Ich hätte mal wieder keine Orientierung, wie immer. Bin wahrscheinlich gerade ganz falsch. Seh dich nicht. Dann bin ich falsch. Da drüben bist du hingeschwommen. Ja, ich sag doch, ich bin falsch. Ich bin zu Hause. Ich auch gleich. Oh, die Kohle steckt auch nur bis 100. Okay. Ja, dann bräuchten wir jetzt gleich eine neue Kiste, ne? Ja, ich auch so sehen. Material müssten wir eigentlich haben. Aber wir haben jetzt eh Folgenende, von daher. Ah, ist schon wieder so spät. Ja. Na dann, lassen wir uns überraschen, was kommt, ne? Ja, ja. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh.